Geiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. So, 3,4 kW hätte ich rausgezogen aus den zwei Batterien, 250 Amperestunden. Und ich wollte mal wissen, wie viel Ladeverlust ich habe. Ne? Ich habe das jetzt hier mit dem C-Tech mal probiert. Und ein Wattmeter hier, was plus und minus ziehen kann. Und ich habe es nicht ganz null erwischt. Aber ihr seht, hier standen vorher 3,4 kW. Die habe ich zurück in die Batterie gepumpt. Und mit dem C-Tech-Ladegerät habe ich, sage und schreibe, 4,483 kW reingehauen. Also es ist nicht der Batterieverlust, sondern der Verlust vom Netzteil. Ne? Da kann ich mir jetzt mal ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Und am Ende, wenn die voll sind, muss ich die Prozent dann nochmal abziehen. Dann haben wir die Prozent, was die Ladeverlust haben. Ja, wobei die sind natürlich kaputt. So, geladen haben wir für 3,4 kW, ging in die Batterie rein. Das hatte ich mit dem Ding gemessen und 3,45 habe ich rausgezogen. Bei 3,4 war ich bei 11,2 ungefähr. Ich habe das Ding dann nicht abgeklemmt. Das klemme ich jetzt ab. Dachte ich, filme es jetzt noch schnell. Ja, ich könnte das Spielchen jetzt nochmal machen, aber ich denke, es wird aufs selbe Ergebnis kommen. Ich werde mal vielleicht die Parallelladung von Batterien noch dazu testen, ob es wirklich an den Batterien liegt oder am Ladegerät. Action for free.